Wo bin ich? Ich hatte mich doch gerade nach Crossroads geportet, um in die zweite Instanz die Höhlen des Weglangen zu gehen. Was ist passiert? Das Dingo, du bist direkt wie ein tollpatschiger Mörlock-Junge an der Stufe des Gasthauses hängen geblieben und hast dir deinen dicken Taurenschädel am Briefkasten so festgestoßen, dass du erstmal eine Zeit ausgenockt warst, Mann. Was meinst du mit einer Zeit ausgenockt? Wie lang liege ich hier denn schon bitte? Ganz ruhig. Du kannst dich an nichts mehr erinnern? Du hast die komplette Beta durchgeschlafen, Mann. Es ist Release. Klassik ist schon vor einer Woche erschienen. Du hast uns jetzt echt eine Weile warten lassen. Können wir also endlich mal los? Das Mana-Crew-Meeting wartet noch auf uns. Lass uns keine Zeit verlieren. Mana-Crew-Meeting? Bitte was? Aber ja, du hast recht. Lass uns einfach starten. Die anderen warten sicherlich schon auf uns. Den Rest lernen wir dann einfach später. In den etwas nach Kamille duftenden Höhlen angekommen, habe ich mir direkt meine tauren Stoffklamotten angezogen, da ich die verantwortungsvolle Rolle des Heilers übernehmen sollte. Da vorne war ja auch schon der Eingang zur Instanz, nun konnte es also losgehen. Nachdem also die Verstärkungszauber verteilt wurden, stürmte direkt unser glatzköpfiger Ork nach vorne, um den ersten Dinos im Jurassic Park-Style ihren Schwanz um ihren eigenen Hals zu wickeln. Irgendwie erinnert mich diese Raptorenwesen auch an jemanden, aber ich kam nicht drauf. Nachdem wir also immer weiter in die Höhlen vorgedrungen und auf der Suche nach den vier Anführern der Giftszene waren und deren Edelsteine wir zudem nach Thunderbluff bringen sollten, passierte ein kleiner Spielfehler, der uns dauernd im Kampf hielt. Das Problem daran war, dass wir dadurch nicht mehr trinken und Mana regenerieren konnten. Wir mussten den letzten Abschnitt des ersten Teils also ohne aktive Pause bestreiten. Mit dem einen oder anderen Schieb von unserem Trollmagier Flickret, das Dingo, und unserem untoten Mage namens Qualo war das Ganze aber trotzdem ohne Probleme zu meistern. Nachdem wir dann den zweiten der Anführer in den Dreck befördert hatten, gingen wir nochmal kurz aus der Instanz, sodass wir endlich wieder trinken konnten und nahmen anschließend die andere Richtung der Instanz ein. Neben kleinen unkrautähnlichen Gewächsen, die wir wegbombten und aussahen, als wären sie 10 Tage vor der Radieschenernte zu früh aus dem Boden gerissen worden, kamen uns immer mehr Druiden der Giftszene entgegen, welche sich ohne mit der Wimper zu zucken in eine schlangenähnliche Kreatur verwandeln konnten. Selbst diese waren allerdings für uns kein Problem und fielen wie auch Lord Pythas persönlich auf den kalten Höhlenboden zu unseren Füßen. Man legt sich halt nicht mit der Mana-Crew an, wobei ich ja immer noch nicht genau weiß, was diese überhaupt ist. Mein trollischer Freund Flickret hat mir auf dem Weg erzählt, dass wir beide die Stammesführer dieser Gilde von tapferen Orks, Tauren, Trollen und Untoten sind. Der Sturz aus dem Gasthaus von Crossroads hat meinem Taurenhirn wohl doch mehr zugesetzt, als ich dachte. Aber ja, okay, Flickret meinte zu mir, dass er mir am Ende der Instanz alles in Ruhe erzählen möchte. Warten wir es demnach mal ab, lange dauert das Ganze ja nicht mehr. Nachdem wir also noch Scum niedergestreckt hatten, welcher einen durch und durch netten Umhang für mich dabei hatte, ging es weiter Richtung dem Herz der Höhle und wir näherten uns den beiden Endbossen, wovon der gute alte Lord S. relativ schnell ins Gras beißen musste. Bevor wir uns also dem letzten Riesen todesmutig nähern konnten, stand auf einmal unser glatzköpfiger Ork, welcher ziemlich sicher früher Erwachsenenfilme gedreht und in der Abendschule zum Krieger umgeschult hatte, ohne Hose vor uns. Er meinte, er möchte so, und ich zitiere, aerodynamisch wie möglich dem Unhold entgegentreten. Gesagt, getan. Nach einem etwas längeren Kampf und vor allem mit Hose fiel auch dieser auf den kalten Höhlenboden und wir konnten unserer letzten Herausforderung ins Auge schauen. Die Escort-Quest, der Jünger von Naralex, musste zu seinem Ritual gebracht werden, um seinen Herrn aus dem Traumland zu holen und das zu viert, da unser zweiter Magier Qualo einen wichtigen Magiertermin hatte. Wir kämpften uns also langsam Richtung Zeremonieplatz und bahnten uns unseren Weg durch die heranstürmenden Feinde der Deviat. Zu viert auf jeden Fall gleich eine ganz andere Herausforderung, welche allerdings wirklich Spaß machte und vor allem anspruchsvoller als je eine Retail 5er LFG Tool Instanz sein könnte. Das Ritual begann und die ersten Wellen rückten ein. Nach ekligen Schlangen und schleimigen Wackelpuddingwesen kam ein riesiger Murloc auf uns zu, der jedoch unserem Vierergespann nicht mehr das Wasser reichen konnte. Es war also geschafft. Flickret kam mit Rollschweiß auf der Stirn auf mich zu und meinte, wir müssen uns beeilen, Mann. Die Mana-Crew wartet vor Orgrim auf uns. Ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Da gibt's doch nichts zu verstehen. Pack dir deinen Ruhestein und auf nach Orgrim, Mann. Du wirst sehen, was ich meine, junger Druide. Vor Orgrim angekommen, sah ich sie dann. Über 100 Jünger der Horde warteten auf uns und unsere Anweisungen. So langsam kam es mir wieder. Wir waren die Häuptlinge der Mana-Crew-Gilde, welchen einen doch sehr großen Teil der Horde ausmachte. Wir hatten die Verantwortung und sollten diese Krieger zu ihrem Triumph führen, welchen sie verdient hatten. Sei es gegen die Allianz mit Schild und Schwert oder gegen mächtige Feuerwesen in den Tiefen des Blackrocks.
Also, Mana-Crew, schleift eure Schwerter und packt genügend Mana-Tränke in eure Taschen. Uns erwarten noch einige Abenteuer in Azeroth. Die komplette Vorgeschichte zum Let's Play findet ihr links, verpackt in 4 kurzen Folgen. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst doch super gerne ein Abo und einen Daumen da. Die Geschichte geht bald schon weiter.